Mit dem inneren Schweinehund ist das so eine Sache. Er hat viele Gesichter und je mehr man ihn füttert, desto stärker wird er. Es ist ja auch einfacher, im Jetzt zu verharren und alles so zu lassen, wie es ist. Simpler, bequemer und furchtbar langweilig. Also warum nicht einfach mal machen? Es könnte ja unglaublich werden. Mein Name ist Simone Flur, bin in Bad Schussenried aufgewachsen. Also Heimat hat für mich sehr viel auch mit Umgebung zu tun. Ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe hier meine Freunde, meine Wurzeln, meine Familie und ich denke, man wird hier auch wahrscheinlich sterben. Derzeit arbeite ich im ZFP Südwürttemberg, psychiatrische Einrichtung hier in Bad Schussenried. Und ich bin dort in der IT-Abteilung tätig. Gewisse Männerdomäne momentan noch, aber wird langsam besser. Also ich bin seit 2003 mit dem Studium fertig. Und danach bin ich natürlich dann in dem Unternehmen, in dem ich war, zu verschiedenen Kunden hingefahren. Und da war es dann eher so, dass die gedacht haben, ich bin eher der Azubi, wo kommt, und habe dann gefragt, ja, wann kommt denn der richtige Administrator? Und auch die Kompetenz am Anfang mir ein bisschen abgesprochen worden ist, eben aufgrund, dass ich eine Frau bin. Aber ich habe mich dann davon jetzt nicht wirklich unterkriegen lassen, sondern habe halt gedacht, okay, dann muss ich jetzt halt die 130 oder 140% liefern, damit meine 100% anerkannt werden, und bin dann auch dann sehr geschätzt worden von den Kunden später, wo die dann gemerkt haben, ah, die kann es ja auch. IT-Abteilung, Simone Floh, guten Tag. Okay. Der Sportunterricht war eh nie so meins, also ich habe versucht, da immer wie so gut wie es ging irgendwie rauszumogeln. Ja, ich konnte mit meinem Körper damals schon nicht wirklich irgendwie umgehen. Wir waren immer irgendwie im Krieg miteinander. Also tänzerisch, schön und hübsch oder Kraft oder so war nicht so meins. Nee, alles gar nicht. Es fing langsam an. Es war so ein Ziehen, Stechen im unteren Rückenbereich. Und das hat sich dann so weit verschlimmert, dass ich teilweise gar nicht wirklich richtig mehr am Bürostuhl sitzen konnte. Ja, zum ersten Mal bin ich dann zum Arzt und dann meinte er, ja, okay, mehr Sport. Dann bin ich ja schon daheim und dann, ja, okay, kann man machen, muss man nicht. Da war der Leidensdruck noch nicht so hoch. Hab das erstmal wieder ad acta gelegt und so. Und nach einem halben Jahr später wieder, ja, hallo, hier bin ich wieder. Immer noch Rückenschmerzen. Was geändert? Nee, natürlich nicht. Kann nicht besser werden. Und dann ging's los. Physiotherapie, Krankengymnastik, Massagen. Ist nicht wirklich besser geworden und dann habe ich Pole für mich entdeckt und ja, das hat dann so Spaß gemacht und nach einem halben Jahr war ich dann schmerzfrei im Rücken. Der erste Kurs war einmal in der Woche München, das heißt arbeiten, da geschwind umziehen nach dem Arbeiten und dann gleich von dort aus weiter. Ich hatte auch ein Erlebnis am Anfang mit der Trainerin, dann gemeint hat, ah, Simone, ich glaube nicht, dass Pole Dance was für dich ist. Und dann kam dann der Ehrgeiz zwischendurch und hat dann gedacht, so, jetzt aber erst recht. Zu Beginn habe ich natürlich nicht überall rum erzählt, dass ich Pole Dance mache. Der Vor- oder Nachteil an einem Dorf ist natürlich auch, dass vielleicht die einen oder anderen, weil man sich eben so kennt, nicht unbedingt direkt sagen, was sie davon halten, aber so vom Hören sagen und auch vielleicht von der Gerüchteküche her kam dann schon, ach, jetzt macht die hier ein Table Dance Studio in unserem Dorf auf, in unserer Stadt. Und dann
war, glaube ich, eine Mischung zwischen ein bisschen empört sein und aber auch Neugierde, was da passiert. Und ja, die dachten dann schon, also vor allem von der Männerwelt war es dann schon eher so, ah, Pole Dance, kann man da mal zum Zugucken kommen? Und die, ja, die Frauen, die waren schon ein bisschen eher so, wie kann man denn sowas machen, billig. Ich habe dann eben versucht, ein bisschen aufzuklären, habe Charity-Veranstaltungen ins Leben gerufen hier in der Stadthalle, um ein bisschen was Gutes zu tun und auch zu zeigen, dass wir hier nichts Schlimmes machen, dass es wirklich knallharter Sport ist und die Frauen, die das machen, auch wirklich ihren den Respekt verdient haben dafür. Im Nachhinein denke ich mir, es war das Richtige, was ich tun konnte, oder das Beste für mich persönlich, was ich tun konnte. Aber klar, bevor das Projekt natürlich gestartet ist, war es schon so, soll ich nicht, du könntest es viel einfacher haben. Das Problem ist, das bin dann nicht ich. Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Sit and maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonder. Chris habe ich kennengelernt über Facebook quasi. Ich habe mit Sürbühl angefangen vor ein paar Jahren und es ist sehr schwer, einen Trainer zu kriegen. Und er war dann in Bregenz im Festspielhaus für ein Engagement über den Sommer. While I was here, I advertised that I would be teaching some classes. Während meiner Zeit in Bregenz bot ich auf Facebook Unterricht im Sürbühl an. Simone war eine derjenigen, die damals zu einer dieser Stunden kam. Danach kam sie dann immer und immer und immer wieder. Am Ende stellten wir beide fest, dass wir auch in Zukunft miteinander arbeiten wollen. If something excites her or wenn Simone an etwas Spaß hat, will sie diesen Spaß mit anderen teilen. Sie möchte, dass andere dieselbe Freude spüren wie sie selbst. Deshalb verdient sie alle Unterstützung dafür, die sie nur kriegen kann. Also zum einen finde ich es total faszinierend, wenn man Menschen helfen kann, die erst total schüchtern hierher kommen und Selbstzweifel haben und sagen, oh, ich kann das gar nicht, ich werde das nie können und so. Und die dann so weit aufzubauen und denen ja auch zum Zeiger, guck mal, hier ist deine Grenze, aber du kannst die verschieben. So wie du bist, bist du in Ordnung und du kannst einiges. Ne? Also zu sehen, wie meine Pole-Schüler zum Beispiel wachsen, das ist für mich einfach, da habe ich manchmal sogar Tränen in den Augen, wenn ich denke, guck mal, die kann das jetzt endlich und das funktioniert. Und dieses, die Leute auch zum Zeigen, guck mal, du kannst an dich selber glauben, das klappt. Zusammen mal frustriert zu sein, wenn was nicht klappt, zusammen sich zum Freuen, wenn mal was klappt und diese Erfolgserlebnisse zum Teil, das finde ich einfach, das ist meine Motivation, die mich da weiterbringt, Tag für Tag. Wenn ich tanze, scheint es immer, als würde die Welt stillstehen. Im Alltag rast sie nur an einem vorbei. Aber wenn ich die erste Bewegung mache, fühlt es sich an, als würde ich mich in einer kleinen Blase bewegen und jemanden mit in diese Blase hineinzuholen, fühlt sich toll an, weil ich weiß, wir beide fühlen gerade genau dasselbe. To be human is to love, even when it gets too much. To know it, to give up. To be human is to love, even when it gets too much. To know it.
Ich nur